Ja, hallo ihr Pilzverrückte. Heute gibt's mal wieder was aus der Küche. Zwar noch nicht mit den Samtfußrüblinge, aber das kommt auch die Tage, das Rezept. Heute machen wir erstmal einen Pilzdöner mit Austernseitling. Ja, und wie ich das mache, erfahrt ihr im folgenden Video. Ja, der erste Schritt ist die Tzatziki. Was brauchen wir dafür? Eine Gurke, zwei Zwiebeln. Ja, eigentlich nimmt man dafür Schalotte, aber Zwiebeln tut es genauso. Bisschen bei griechischen Joghurt. 250 Gramm Quark. 2 Zehen Knoblauch. Wenn ihr da natürlich mehr mögt, könnt ihr auch mehr nehmen. Und Pfeffer und Salz zum Würzen. Ja, zuerst raspeln wir jetzt mal die Gurke. Ich mache das hier ein bisschen was gröber, also nehme diese ziemlich grobe Fläche. Und dann wird das Ding einfach geraspelt. Ja, und so sieht das Ganze auch dann aus, wenn es fertig ist. Schön fein geraspelt. Ja, die Schale lasse ich hierbei dran. Die Gurke am besten einfach vorher nochmal abwaschen. Man weiß ja nicht, was da alles dran gekommen ist. Ja, und die Zwiebeln und der Knoblauch, die werden jetzt auch noch sehr fein gehackt. Ja, die Schüssel war mal wieder zu klein. So, und jetzt vermengen wir das eigentlich alles nur noch. Zwiebeln und Knoblauch sind schon drin. Es kommen noch die 250 Gramm Quark rein. Ja, und der griechische Joghurt kommt natürlich auch noch rein. Ein bisschen Pfeffer. Und natürlich auch noch was Salz. Einfach nach Belieben rein. Lieber erstmal was zu wenig. Man kann es ja im Nachhinein immer noch abschmecken und dann was anpassen. Ja, und das Ganze lassen wir jetzt einfach ein paar Stunden ziehen, damit der Geschmack vom Knoblauch etc. schön hier auch in den Joghurt und Quark übergeht. Und dann schmeckt das Ganze noch mal besser. Also, macht die Tzatziki lieber etwas früher, damit das noch schön durchziehen kann und fangt erst dann mit dem eigentlichen Kochen an. Ja, kommen wir nun zu den Austernseitlingen. Hier haben wir wirklich zwei sehr schöne Büschel. Die habe ich ja das letzte Mal mit Daniel gefunden. Da waren wir am Samstag unterwegs. Das Video kommt bei dem auf jeden Fall noch oder beziehungsweise ist schon on. Je nachdem, wann ich das Video hochlade, guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Da hatten wir sehr schöne Funde gehabt, unter anderem diese Austernseitlinge hier. Und ich habe es ja schon öfters gesagt, hier mit diesem weißen Rand. Ich finde es einfach total schön. Ja, dann nehmen wir jetzt die Hüte und ein bisschen was vom Stiel. Das meiste vom Strunk hier hinten, das ist mir dann auch wirklich zu zäh. Das nehme ich dann nicht. Da schneide ich ein bisschen was weg. Aber hier so das bisschen vom Stiel kann man immer mitnehmen. Das ist noch schön weich. Ja, und die schneiden wir jetzt mal schön klein.
Und die letzten zwei noch. Einfach hier so sehr dünne Streifchen schneiden. Ich weiß ganz genau, wieso ich das eben nicht abgefilmt habe. Ohne Gimbal ist das wesentlich leichter, das Zeug. Schön zu schnibbeln. Ja, jetzt nehmen wir uns eine Schüssel. Da kommt ein bisschen was Olivenöl rein. Ein bisschen viel, aber. Und schön wird hier so ein Gyros-Gewürz. So was in der Art könnt ihr da schön nehmen. Könnte da sicherlich noch ein bisschen was Paprika, Pulver, Curry etc. Das wird sich da drin bestimmt auch noch sehr gut machen. Ja, und da kommen jetzt die Austern rein. Und das Ganze wird jetzt noch schön gemischt. Ja, und das Ganze, das darf jetzt ruhig mal ein paar Minuten ziehen, bevor wir das Ganze dann schön anbraten. Ja, und jetzt kommen auch schon die Austernseitlinge rein. Natürlich sollte man den Löffel dann raus tun. Ja, die werden jetzt richtig schön goldbraun, also richtig knusprig angebraten. Ja, und das zeige ich euch natürlich. Ja, so schön groß sind sie perfekt und damit belegt ihr jetzt euer Brötchen, Brot oder was auch immer ihr verwendet. Ich verwende jetzt einen Fladen und da kommen jetzt hier schön die Austernseitlinge und die Tzatziki drauf. So, und fertig ist er. Ich habe jetzt einfach nur noch die Pilze, die Remoulade und das Gemüse hier in den Fladen getan. Na, bleibst du da drin? Ja, und den lassen wir uns jetzt schmecken, also beziehungsweise ich lasse mir schmecken. Mal gucken, vielleicht kriege ich noch jemanden aus meiner Familie überzeugt, den zu probieren. Ich habe mir eben schon einen, beziehungsweise ich habe zwei gemacht, einen für meinen kleinen Bruder und für mich. Schon mal und ja, also wir können beide sagen, das ist richtig lecker. Also wirklich diese Austernseitlinge
in diesem Gyros-Gewürz, also damit mariniert, wirklich total genial. Probier das einfach mal aus. Ja, in diesem Sinne, Leute, geht auch in den Wald, sucht euch ein paar Austernseitlinge, kocht das oder vielleicht was anderes nach. In diesem Sinne, Leute, wie gesagt, ciao und bis zum nächsten Mal.